Ja, bisher haben sie mich ja in Ruhe gelassen, jetzt nicht mehr. So, jetzt muss ich mal herausfinden, was die kaputt gemacht haben. Okay, ich kann. Nein! Aber ist nicht so schlimm. Stelle ich mal wieder dahin. Dann kriegst du auch wieder Munition, die ich irgendwo eingesackt habe. Da. Es wird Zeit für eine Mauer, würde ich sagen. Also nicht, dass ich das gerade schon die ganze Zeit erzählt habe. Wo ist denn jetzt noch? Vorne auf der Ecke ist eins. Ah, der Geschützturm, der hat auch darunter gelitten. Und natürlich die Sachen auf der anderen Seite. Ja, Dina, das stimmt. Greenpeace ist hier schon ziemlich aktiv. So. Aber, sorry, ich kann nicht nachvollziehen. Ich wäre auch ziemlich pissig, wenn ich, wenn da irgend so ein Freak auf meinen Planeten kommt. Ach, ich habe noch genug Mauerteile. Da kommt irgend so ein Idiot. Ach du Scheiße, was habe ich denn hier? Ach du Kacke. Oh. Ich habe da ja auch minimal viel weggebrannt. Nicht so clever. Also so gar nicht. So, dann machen wir erstmal hier eine Mauer. Ich habe nur eine Absicht, eine Mauer zu bauen. Hm, Kupfer habe ich noch. Okay. Ich hätte mir vorher darüber Gedanken machen sollen, dass dieser Waldbrand so richtig was auslöst. Nirk. Ziemlich dumm von mir. Gebe ich zu. Braucht ihr nicht schreiben? Weiß ich. So. Ich baue mir immer noch mal einen Erzbrödler oder zwei. Die stelle ich dann wieder hier hin. Was habe ich noch in meinem Inventar? Ein Dingens? Nö. Ich brauche noch einen. Ach, Mist, ich hätte jetzt auf die andere Seite. Komm du mal wieder hier hin. Ich baue dich mal auf. Halt. Baue dich mal auf die andere Seite, lieber Erzförderer. Ah, ich habe noch zwei. Weil hier ist eigentlich wichtiger. Das macht ja noch mal. Und weiter rüber. Super. Und ein. Ich habe da irgendwo. Ich produziere auch massenweise Geschütztürme für irgend. Habt ihr alles? Was fehlt euch denn hier? Ah, Mist, in der Mitte fehlt was. Motoren. Habe ich die nicht rübergebracht? Nein, habe ich wahrscheinlich nicht. Habe ich abgeholt und fertig. Na gut, dann schauen wir mal weiter. Genau, weil ich muss nämlich blaues Zeug produzieren. Blaues Wissen. Wieso füllt er diesen Tank nicht? Ach, der füllt den Tank. Okay, das geht nur hier langsamer. Und hier ist voll. Ah, so. Machen wir mal die Stahlkiste leer. Kann ich nicht aus dem irgendwas anderes machen? Ah, da bräuchte ich wahrscheinlich die erweiterte Ölgeschichte. Hier rein, dann läuft da auch in alle Sachen wieder mehr Öl rein.
Aber eigentlich unendlich davon brauche ich nicht. Sei denn, das brauche ich... Ach doch, wenn ich andere Geschütztürme brauche, brauche ich die. Aber da darf kein Wald mehr drumherum sein, ey. Das möchte ich nicht nochmal haben, dass der da so wieder gerade abfackelt. Dass da was passiert. Oh, du hast keine Munition mehr. Das ist ja schön. Du hast gekämpft, super. Ach ja, hier staut sich alles zurück, weil ich hier ja nichts hab. Ne? Da seht ihr mal, wie geschickt ich in solchen Sachen bin, in diesem Spiel. Ich vergesse dann kommt kassiert hier was und dann kassiert da was und ich check's wieder nicht und so weiter und so fort. Ach ja, stimmt, ich wollte hier eine Unterführung bauen. Das war mein Plan. So. Und eigentlich könnte ich diese blöde Schiene abreißen. Ich mache mir jetzt hier eine Kiste. So. Die stelle ich jetzt hier hin und ich werde sie vergessen. Ich muss mir das jetzt merken. Ach, ich stelle die hier neben dem Schienenwerk. Das ist eine gute Idee. So. Da packe ich mir jetzt meinen Schienenkrams rein. Dann liegt er mir hier nämlich nicht im Weg, aber ich habe ihn zur Verfügung. Ich glaube nämlich, dass das irgendwann nochmal wichtig wird, weil wenn man sich andere Let's Plays anguckt, dann denkt man sich, ey, die sind doch alle bekloppt. Was die alles an Schienensystemen haben, dann braucht man das bestimmt. Fürchte ich, das wird so sein. Also räumen wir den Kram mal hier in mein Schienenwerk alles. Eisenbahn, Dingens, Schienen, ich produziere mal, ich nehme mal hier noch ein paar Schienen raus, ich habe gerade da relativ viel im Überfluss, so, kann ja noch was nachproduzieren, wobei die packe ich wieder da rein, dann sollte ich auch genug Schienen haben. So, der produziert da was nach, der macht da was und... Ich baue nochmal hier oben einfach nur grüne Dinge ein. So. Ist jetzt die Frage, also ich grüne Dinge heißt, ich möchte diese grünen Werkzeuge haben. Also, grüne, ja, ich stelle den zielsicher erstmal genau dahin, wo es total Banane ist, die hinzustellen. So, stehe ich mir in einem Weg? Ja, natürlich. Stehe ich mir in einem Weg? Strommast. Was jetzt kaputt? Oh, ein Turm ist in den Kampf verwickelt. Schnell nach oben. Aber der hat den Kampf überlebt. Sehr gut. Der hat noch genug Munition. Juhu. So. Das war wieder so eine super geschickte Nummer.
Obwohl, warte, wenn ich jetzt hier rum, könnte ich dann anfangen, die grünen Teile kommen zu lassen. Und hier hoch schicke ich dann meine Kupferkabel. Und ich weiß nicht, also lieber Chat, ich weiß nicht, ob es sich schon lohnt, so schnelle Kabel zu machen. Also so, so schnelle Laufbänder. 1, 2, 3. Kräne brauchen wir auf jeden Fall. Ein Strommast. So, ihr baut jetzt diese grünen. Du machst auch diese Chips. Das sollte funktionieren. So. Jetzt weiß ich, ach, du brauchst zum Beispiel wieder grüne Chips. So, dann produzierst du was damit. Sehr schön. Nehmen wir die alle mit. Ach ja, da habe ich mir jetzt ein Türchen reingebaut. Ah, perfekt, da sind nämlich gerade keine mehr drin. Entemaschinen? Ey, ich habe mir doch gerade die Entemaschinen da reingelegt. Da. Ich wollte doch gerade sagen. Manchmal bin ich ziemlich verschallert, aber nicht zwangsläufig. Okay, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, dann muss ich rote Chips jede Menge präsentieren. Da brauche ich auch Kupferkabel für. Okay, also nächster Kupferkabel. Kupferkabelmaschine. Zip. Zwei Greifarme. Mir fehlt Eisenplatten. So. Also nicht, dass ich nicht irgendwo bestimmt Eisenplatten gehabt hätte. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kommen die alle, um mich anzugreifen. Ich muss meine Verteidigung, glaube ich, verbessern. Ich hatte doch Türme, oder nicht? Nein, natürlich nicht. War das denn kaputt? Nein. Oh, jetzt oben. Ist das ein Kampf? Boah, jetzt wird's aber stressig hier im Spiel. Jetzt komme ich nur rauf und runter laufen. Ich muss da was verbessern. Oder ich brauche gar nicht so viel rauf und runter laufen. Ich produziere jetzt einfach mal mehr Kabel. Falscher Knopf. So. Du dahin. Du dahin. Ich weiß, du hast keinen Strom. Chrisse. Na Mann, ich musste mir echt mal angewöhnen, da nicht immer auf X zu drücken, sondern auf Q. Das wäre deutlich sinnvoller.
Und hier wäre es sinnvoller, das andersrum zu machen. Das wäre viel energieeffizienter, aber... ja, wie, ihr kennt das ja. Ihr macht das wahrscheinlich auch immer so. Oh ja, ich mach das mal. Nicht. Das muss weg, sonst produziert der, läuft der da nicht voll. So, und hier könnte ich... Ach ja, hier wollte ich einen Verteiler hinsetzen. Weil... Diese roten Chips, die brauchen zwar auch Kupferkabel und die brauchen Plastik. Ich produziere gar gerade kein Plastik mehr. Warum weiß ich nicht? Ach ja. Mir fehlen grüne Chips. Davon habe ich auch gerade keine auf der Tasche, aber ist ja egal. Ich hole mal welche. Ja, wie gesagt, oh, 26, das macht nicht so super viel Sinn. Aber ich wollte jetzt einen Teil dieser Chips nach hier unten laufen lassen. Und ein Teil der Chips nutzen, um um rote Chips zu bauen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich hier unten das Plastik habe, dann könnte ich die doch besser hier unten zusammenbauen, oder? Kann ich die Pastellrouten zusammenbauen, die und dann wieder auseinandersortieren. Oh Gott, das wird so ein Chaos. Das wird so ein schreckliches Chaos. Aber gut, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich glaube da ganz fest dran. Ihr hoffentlich auch. Dann wird das ganz gut. So. Die Verteileranlage sitzt... Die muss ich einen tiefer stellen oder zwei. Damit ich da noch eine zusätzliche grüne Fertigungsstraße hinsetzen kann. Fangen wir die mal hier an. Oder so. So, und... Okay, da laufen welche auf. Spitze funktioniert also. So. Und den Strommast, den schiebe ich mal. Ich weiß, jetzt fällt da oben wieder alles aus für einen ganz kurzen Zeitraum. Aber dann kann ich mal eben hier einen Greifarm hinsetzen, der das wegstapelt. Dann läuft hier wenigstens nichts auf. So. Jetzt mal hin, muss ich mir hier hinten Motoren holen. Ah, Stahlträger. Die vergesse ich ja so gerne. Aber hier oben habe ich irgendwo versteckt eine Kiste mit Stahlträgern. Nein, nicht Eisenplatten raussammeln. Dafür nehmen wir die mal eben hier und die mal hier. Dann kannst du nämlich da Stahlträger rausfischen. Das ist da ein bisschen besser verteilt. Ich weiß, dass es auch irgendwie einen Trick gibt, dass man bestimmte Felder reservieren kann. Glaube ich zumindest, dass...
also dass man in Kisten bestimmte Felder reservieren kann. Meine ich, hätte ich mal was zu gelesen, beziehungsweise hat das jemand gesagt, ach ja, ich wollte eigentlich Motoren holen. Wo mache ich die denn? Hier. Okay, da kommt kein Stahlträger mehr an. Da sind ein Haufen. Munition. Der produziert da mehr Munition. Ah, habe ich ja ganz schön viel Munition produziert. Das ist ja ganz cool. So. Gemacht. Was wollte ich jetzt nächstes? Ich kann das bauen. Oh, ich muss mal Lichtbögenöfen in Serie produzieren. Ja, tolle Wolle. Wow, das wird ja lustig jetzt. Ich lege das mal ab und dann fange ich mir jetzt mal gleich mal an, Gedanken zu machen, wohin ich das alles am besten packe. Das wird ja lustig. So, Elektromotoren. Du produzierst hier keine Elektromotoren, weil du keine normalen Motoren mehr hast. Elektromotoren brauche ich gerade gar nicht. Die kann ich alle erstmal wieder wegpacken. So. Oh Gott, was ein Chaos. Was ein Chaos. Die sammle ich mir erstmal hier raus. Du brauchst keine Erntemaschinen mehr. Weil dir diese Dinger fehlen. Na, sehe ich richtig. Warum nimmst du die nicht raus? Zack. Ah, Mist, wer nimmt die so schnell raus? Da passen die alle gar nicht mehr. Ich brauche ein Zahnradgrab. So, nein, falscher Klick und schauen wir mal weiter. Also damit habe ich eine ausreichende Versorgung. Jetzt wird es ja echt kompliziert. Elektromotoren brauche ich, wie produziere ich? Montagemaschinen. Produziere ich die auch schon irgendwo? Nö, natürlich nicht. Doch, hier. So. Und das dritte war Lichtbögenöfen. Rote Schaltkreise, Stahlträger, Zielsteine. Das kriegen wir doch mal hin. Das kriegen wir doch hin. Da brauche ich einfach eine Fabrik. Nee, das mache ich einfacher. Den Kram hole ich mir zusammen. Ich weiß, dass ich es im Endeffekt bestimmt bereuen werde. Aber ich mach das anders. Ich klicke immer auf irgendwas. So. Diese Dinger werden. So. Elektromotoren. Was denn jetzt schon wieder? So. Okay, sie haben das erfolgreich verteidigt. Du baust mir die. Das heißt, du möchtest gerne Elektromotoren haben. Und
die komischen Maschinchen hier. Die weiß ich, dass ich die für was anderes brauchen würde. Aber ich pack erstmal weg hier. Du musst erstmal Sachen da reinliefern. So. Du lieferst diese Erntemaschinen. Also diese Maschinchen. Kannst du erstmal einlagern. Wie viel brauche ich denn pro Stück? Ein Elektromotor. Okay, jeweils eins. Ich brauche also 200 Elektromotoren. Das kriegen wir wohl hin. Also für die, die mein merkwürdiges Gebrabbel, das ich so manchmal von mir gebe, nicht verstehen. Mir geht es darum, dass ich jetzt das 200 von diesen Tränken jetzt hier vorne fertige, indem ich das alles in Einzelteilen habe. So, Lichtbogen. Stahlträger, rote Schaltkreise und Ziegelsteine. Okay, Stahlträger. Muss ich noch deutlich mehr produzieren. Die habe ich hier und die roten Schaltkreise da. So, ich nehme jetzt eine. Ach, und dir fehlen grüne Schaltkreise, deswegen machst du nichts. War das nicht so schlimm? Die sammle ich ja gerade hier. So. Also auf kurz oder lang ist diese Art und Weise, die ich hier baue, total Banane. Also, ich weiß, es gibt den einen oder anderen, der das hier spielt, der wird wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn er sieht, was ich hier für einen Blödsinn zusammenbaue. Aber ich muss gestehen, die ganze Konstruktion hier dieses Spiels ist darauf ausgelegt, dass ich... warte, ich nehme noch ein paar Motoren mit, weil vielleicht sind die auch alle. Und da ist bestimmt noch das andere alle. Dass ich das über diese Flugroboter organisiert kriege. Also zumindest ist das bei mir der Plan. Das ist nicht immer clever. Das gebe ich zu. Kommen da keine Stahlträger mehr an? Oder werden die alle vorher rausgefischt? Ist gar nicht genug, dann mobs ich dir mal welche. Dann kannst du endlich wieder ein paar mehr. Kannst du noch mal ein paar mehr Stahlträger produzieren. So. Okay, die Lichtbogenmaschinen. Ich mache das jetzt alles mal so einzeln und nachher wird das umgerüstet. Das ganze System. So. Noch ein Greifarm. Also, ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wahrscheinlich nicht. Also, ich produziere jetzt nur ganz gezielt diese... die Sachen, die ich jetzt wirklich brauche... Steine habe ich noch nicht. Warte, du lieferst die ein. Die habe ich aber noch richtig viele da unten. So. Stahlträger. Wie viel braucht man? 10. Ich brauche also für 200... brauche ich also 2000 Stahlträger.
Und erstmal eben checken. Ach nö. Stromversorgung sieht noch gut aus. Und Steine. Das andere war Stahlträger. Das wird eher ein bisschen Arbeit, die einzusammeln. So, aber ich sammle jetzt mal alles, was ich an Stahlträgern habe, ein. Soll hier alle anderen Stahlträger auch rausfischen. Ich könnte hier mal... Ah, das ist... Eigentlich wäre da ein Zwischenspeicher für Stahlträger sinnvoll. Eigentlich. Ne? Ihr kennt das ja. Die Lichtbögenöfen kommen hier rein. Lichtbögenöfen. So, dann produziere ich schon mal die Linien. Ja. Vielleicht muss ich mir dann Gedanken darüber machen, wie kriege ich denn das gelbe Zeug hin. Was ist bei dir ausgegangen? Ach, die roten Schaltkreise, davon habe ich zwar gerade nicht so viele, aber ich komme hier noch welche holen, auch wenn da noch nicht so wahnsinnig viele drin sind. Ich komme mal kurz hier noch ein bisschen Pflaster. Boah, ich freue mich schon. Oh, 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 oh. Mich wieder an der Seite. Map zu Ende. Aus. Los jetzt. Ich habe keinen Brennstoff mehr. Vielleicht sollte ich doch mal Bauroboter anschaffen. Hast du noch Munition? Ja, aber ich könnte die hier auch nochmal. Müsste ich irgendeinen Alarm geben oder so, aber warte mal, du machst mal was anderes. Du produzierst einfach mal Stahlträger, das ist viel sinnvoller, wenn du die noch mit abtransportierst. Und dann hole ich mir oben nochmal anderen Brennstoff. Du produzierst ja satt und genug von selbigen.